Eine wunderschöne gute Morgen, mein Lieber, oder Tage, mein Lieber, auf willkommen zu meinem neuen Video von mir. Und ja, heute ist natürlich Montag. Wisst ihr, ich war ja nicht am Mittwoch beim Friseur gewesen oder so ungefähr. Nein, ich war natürlich bei meiner Freundin, die hat natürlich einen Friseur gemacht, weil ich besser warte, bis ich dann geimpft wurde, bin und dann gehe ich dann wieder zum Friseur und ja. Aber geimpft werde ich auch bald mit Corona, aber ich werde euch ein anderes Thema erst sagen. Aber nicht heute in dieses Video. Und ja, heute geht es ums Thema wieder ums Thema GTA 6. GTA 6 muss und Leaks habt ihr geschrieben. Ich habe ja wieder auf Deutsch übersetzt, auf Englisch, auf Deutsch Übersetzung. Und der Rockstar Games bereitet eine große Trailer, eine Enthüllungs- und Newsfeierseite kurz vor GTA 6 vor. Eine Ankündigung wird höchstwahrscheinlich in diesem Jahr erfolgen. Und es kann sein, dass erst im Juni kommt oder erst im Juli kommt oder wahrscheinlich erst im Oktober, November kommt. Und nachdem der erweitert GTA 5 Trailer für die Edition veröffentlicht wurde, also nachdem der Trailer von GTA 5 auf die PlayStation 5 und die neue Xbox Series erscheinen wird, weil das Spiel auch das letzte Mal GTA 5, bevor dann GTA 6 richtig kommt, und wenn GTA 6 auch dieser angekündigt wird, dann wird der Release höchstwahrscheinlich oder spätestens im Herbst 2023 erscheinen und das heißt, ich bin auch schon sehr, 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 sehr gespannt. Das heißt, dass wir bald näher kommen auf die Ankündigung zu GTA 6. Aber und das heißt, am 4. April, also schon gestern. Und der Take-Two-Chef hat im März, Mitte März bestätigt oder Mitte Februar erst bestätigt, dass bereits ein Trailer an GTA 6 gearbeitet wurde. Mitte März, ich glaube Mitte Februar war das. Auf der On Rostock GTA 6 wird angekündigt, wenn Rostock bereit ist, sagt Take-Two. Das war Mitte März 2021, also dieses Jahr. Und das heißt, wenn GTA 6 auf dieser angekündigt wird, wenn Rockstar Games fertig ist, werde sie GTA 6 mit einem Trailer ankündigen und die Newsfeierseite Enthüllung. Oh mein Gott, und es ist schon seit 8 Jahren her, seitdem GTA 5 veröffentlicht wurde, seit 17. September 2013 für PlayStation 3, Xbox 360, am 18. November 2014 für PlayStation 4 und Xbox One und ab dem 1. April für den PC und dieses Sommer so angeblich für die PlayStation 5 und die neue Xbox Series X und S erscheinen. Und ja, wir wissen zwar heute noch nicht hundertprozentig genau, ob GTA 6 bald veröffentlicht wurde. Und das werden wir dann irgendwann später noch in diesem Jahr noch erfahren auf dem Newsfeier. Und ja, und es gibt ein paar neue Informationen. Und zwar für das offizielle GTA 6 Dorso, ein Logo. Für das offizielle GTA 6 Logo. Ah, da ist er. So. Mann, ey, wo ist da eigentlich der offizielle Logo von GTA 6? Habe ich nicht auf. Ich bin eben gerade auf Twitter unterwegs und ja, da nehme ich irgendjemand, der hat vor uns mir geschrieben und wir werden sehen mit GTA 6 mit offiziellem Logo auf dem Rostock Exclusive war ja 31 März, das war Ende März und das heißt, wir wissen zwar nicht, wie das Logo aussieht, wird er am 6. Oktober 2006, damals vor 5 Jahren, wird damals noch bei der PlayStation 2 ankündigen. Wir wissen zwar nicht, aber ich habe jetzt einen Look gefunden, wie das aussehen wird.
So sieht das Wahrscheinlichkeit aus. Und ein Instagram. Ich hatte mich eine Zuschauerin von mir auf Instagram geschrieben, als eine Privatnachricht. Und dann nämlich auch das Doku auf Lester Quest. Ich meinte auf Twitter, hat er nämlich gefunden. Und da war aus ein 6 mit dem 8 Nummer 5. Und das war jetzt nicht 85. Das war ich überhaupt keine Ahnung, ob GTA 6 wirklich in der 1980er Jahre spielt. Und ich glaube schon, und Wahrscheinlichkeit. Und da war 5 Sterne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sterne. Da in der Mitte war es für $1 oder ein Polizei, keine Ahnung oder so. Und ja, Grüße gehen raus an Willi, Grüße gehen raus an dich. Und falls du das Video siehst, und das ist einfach schön. Aber wir werden es dann sehen, bis Crosshair endlich GTA 6 enthüllt wird. Denn GTA 6 wurde damals, ich meine, GTA 5 wurde damals 2011 im November angekündigt. Wenn GTA 6 und dies am Juli oder wahrscheinlich erst im Juni oder erst im Juli oder erst im Oktober, November. Aber wir werden es sehen mit GTA 6 mit offiziellem Logo und auf dem Roster müssen wir ja zuerst zu gucken. Und wenn wir erst dann sehen. Und ja, das war es natürlich auch bei Lukas Vlogs. Ich hoffe, dass Videos gefallen hat. Macht halt Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, macht Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Da hoffe, dass wir noch dieses Jahr noch die 500 Abonnenten zu knacken auf diesem Kanal. Und dann abonniert fleißig und Glocke an natürlich dann, damit ihr keine zünftigen Videos von mir verpassen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag, auch schon mittags oder schönen Abend, einen schönen Nachmittag noch, einen schönen Abend und einen schönen guten Nacht. Und falls ihr das tags, wie auch immer, falls ihr das Video seht. Und ja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.